Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht's um ein Knife. Ja, die Filzschuppel Halloween. Ich kann nur sagen, ich bereue es, dass ich die nicht gedreht, auf diese nicht gedreht habe. Naja, ich bereue es so gut wie auf jeder Waffe, die ich reviewe. Aber was soll's? Natürlich sind auch alle Limited Time Waffen geil, denn wenige haben sie. Also, man hat sie nicht so oft wie andere Waffen. Wie andere. Naja, weil diese sind ja nur Limited Time. Die Filzschuppel Halloween gab es als Drittpreis in dem 2011 Halloween Patch. Patch, also Limited Time Crates, bleiben ja auch nur immer 1,5 Monate oder 2 Monate, ich weiß nicht, aber egal. Auf jeden Fall war das der Drittpreis, die Filzschuppel Halloween. Der zweite Preis war die Gatling Gun Halloween und der erste Preis war eben halt die Jackhammer Halloween, die natürlich erstmals geheim war und jeder sich fragte, hä, was ist denn die Jackhammer? Aber, ja, jetzt weiß jeder, was eine Jackhammer ist und peng. Auf jeden Fall vom Punkt Power her schon hart, denn mit Rechtsklick, naja, man verwendet auch eigentlich bei der Schaufel nur Rechtsklick, ist mir aufgefallen, wenige benutzen Slash, außer natürlich die Lappen. Auf jeden Fall mit Rechtsklick macht er überall auf den Körper 100 Damage, also One Hit, egal ob er springt oder auf die Beine, immer One Hit. Mit Linksklick, also Slash, das tue ich weniger im Video. Naja, ich kann auch wirklich nicht damit spielen mit dem Slash, denn es dauert mir einfach zu lange und Rechtsklick ist tödlich, präzise und, naja, was heißt präzise? Es hat einfach nur eine verdammt Long Range und ich meine nicht nur vorne eine verdammt lange Range, sondern auch seitlich. Ihr könnt sehr oft Double Kills damit machen. Also, wenn die Gegner nah beieinander sind, Double Kill ist auf jeden Fall drin. Also, das ist schon oft passiert. Allgemein früher, als ich die normale Field-Shuffle hatte auf meinem Main, aber okay. Auf jeden Fall mit Linksklick slasht ihr, eben halt könnt ihr gedrückt halten, denn slasht einmal links, rechts und wieder rechts. Ne, rechts, links, rechts. So ist das. Sieht eigentlich wie bei jeder Field-Shuffle ganz normal aus. Und halt, es hat doch nicht wirklich einen besonderen Klang. Man hört es einfach nur, wenn man jetzt den Back switcht, glaube ich, so war das. Dann hört man nochmal die Schaufel irgendwie, dass man. Keine Ahnung. Und vom Sound her wirklich, es hört sich wirklich gut an. Also, ich bin damit wirklich zufrieden. Es ist wirklich cool, besonders Rechtsklick, weil denn dieser Luft, dieser Wutsch. Naja, das war jetzt eine Peitsche, aber was soll's. Egal. vom Punkt Damage her, auf den, also mit Slash macht sie auf den Kopf 90. Da muss man aber wirklich treffen. Ihr macht oft 64 Damage, aber das ist nur auf der oberen Seite deines Oberkörpers, genau, Oberkörpers, also 64 macht man auf den Oberkörper, oben auf den Oberkörper und auf den niedrigen Bereich des Oberkörpers macht ihr 64 Damage, 54 Damage, also 10 HP weniger. Auf die Füße slasht ihr dann 34. Also, naja, ist ein bisschen stärker als eine Knife, also muss man ja schon sagen, also. Aber es ist eine wirklich schöne Waffe. Es ist wirklich geil, besonders der Skin da, so eine geile Fledermaus drauf ist. Also, ich bin eifersüchtig auf die. Besonders an die, die haben. So wie Cross David. Dankeschön, dass ich den Review machen kann. Ja. Vom Aussehen, wie gesagt, es sieht sehr, sehr nice aus. Ich bin darauf eifersüchtig, denn eine Field-Shuffle, ich hätte gerne die Field-Shuffle X-Mess, um wahr zu sein, denn eigentlich brauche ich auch nur Knives. Das ist das Geilste, was es gibt, und Pistols. Denn an Rifles und an Primärwaffen auf keinen Fall, da fehlt es mir nicht. Also sonst habe ich alles. Aber wenn ihr noch Limited Time Crate Waffen habt, zum Beispiel die es jetzt nicht mehr gibt, oder eben halt die es noch gibt, auf jeden Fall CP-Waffen, wenn ihr mich abonnieren würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt, like, favorisiert, aus euren Freunden teilt. Und noch vieles mehr. Dankeschön fürs Zuschauen, danke an dir, Chris David, dafür, dass ich deinen Account leihen durfte. Und, bis dann. Tschüss.